Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 13 mit mir, mit eurem Badischlappen. Und ihr seht, ich bin mal drin in der Vereinsübersicht. Nach dem Spiel zuletzt gegen Ingolstadt, nach dem wunderschönen 4:0 gegen Ingolstadt 04, wie passend, habe ich mal reingeguckt. Und ich habe es auch, glaube ich, schon im letzten oder vorletzten Part angesprochen. Wir sind ja nunmehr seit 11 Spielen ungeschlagen. Und das ist doch einfach mal krass, oder? Also ganz ehrlich, seit 11 Spielen nicht mehr verloren, das ist der absolute Hammer. Und das in Liga 2 und da waren Gegner dabei wie Cottbus, wie Paderborn, die wir beide besiegt haben. Nein, nicht nur unentschieden besiegt, gut dafür mal gegen Erfurt und gegen den KSC, die beide da hinten drin stehen. Gut, der KSC jetzt auf Rang 10, war in Ordnung, war glaube ich auch auswärts. Aber Erfurt zu Hause war es glaube ich, ne? Ja. Nur ein 1:1, das war ein bisschen wenig. Aber gut, das wären dann 5 Siege in Folge gewesen. Boah, das wäre so krass, ne? Okay, aber gut, genug geschwärmt, wir gucken mal rein, arbeiten weiter hart dran, nächster Gegner, der 1. FC Köln. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich ein 3D-Spiel machen soll, aber ich muss eigentlich. Ich muss gegen Köln 3D-Spiel machen, das ist unser absoluter Hassgegner, ne? Hier, unser Erzrivale. Komm, ja, auf jeden Fall 3D-Spiel. Habe eigentlich gedacht, ich mache erst gegen Augsburg wieder 1, aber komm, Köln 1, dann 2 normale, dann gegen Augsburg nochmal ein 3D-Spielchen. Und dann haben wir eh nicht mehr so. Naja gut, wir haben schon noch ein paar Kracher, aber weiß nicht, ob sich da alle dann so zum 3D-Spiel anbieten. Aber Augsburg habe ich Bock gegen den Tabellenführer und gegen Köln auf jeden Fall auch, wie gesagt, im absoluten Derby. Ich meine, wenn wir da kein 3D-Spiel machen, wann denn dann, ne? Ganz klar. Ihr merkt, ich habe immer noch übelst gute Laune. Liegt einfach daran, ich bin noch am selben Tag wie vor 3 Parts oder so. Nur, dass jetzt mittlerweile abends ist, 20.11 Uhr. Und es war so ein verdammt geiler Tag. Der erste richtig warme Tag in Nürnberg. Oh, das ist so nice, ne? So nice. So, und den schließen wir jetzt halt wunderbar ab. Mit ein bisschen Gezocke. Und dann guck mal, ich habe vorher auf Facebook eine Umfrage gestartet. Ich habe einen kleinen Post rausgehauen, dass ich jetzt aufnehme und so weiter. Und habe euch mal kurz gefragt, was ihr so denkt, was wir am Ende der Saison, wo wir da stehen. Ihr habt jetzt aber die letzten beiden Spiele noch gar nicht gesehen eigentlich. Sprich, ihr wart noch Stand Winterpause. Und ihr habt so gemeint, ja, Rang 6, Rang 8, sowas die Richtung. Also da. Wir stehen jetzt besser da, als ihr mir geschrieben habt. Auch wenn ihr natürlich die letzten beiden Ergebnisse, wie gesagt, noch nicht wisst. Aber das ist richtig geil, oder? Das ist der Hammer. Also ihr merkt, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Rang 5 mit Aachen im zweiten Jahr, zweite Liga. 6 Punkte weg vom Relegationsplatz, 7 vom direkten Aufstieg. Vom Aufstieg in Liga 1. Das wäre richtig brutal. Aber gut, wir gucken einfach mal weiter. Wir gehen rein in die Infrastruktur. Wir spielen jetzt, wir spielen jetzt zweimal auswärts, in Köln und in Duisburg und dann erst wieder gegen Dresden zu Hause. Trotzdem will ich mal reingucken in die Stadion-Infrastruktur. Was haben wir denn hier? Kosten, was, wo, wann? 52 Millionen? Ah, das war das Stadion dann damals, oder wie? Ich weiß es nicht. Unterhaltskosten im Monat 255.000. Gut, die werden hier noch irgendwo bestimmt abgezogen, wenn sie nicht einkalkuliert sind. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Aber das will ich nicht, sondern das will ich. Und da, oh ja, da haben wir zuletzt gegen Ingolstadt wieder ein derbes Plus von 35.000 und gegen Erfurt auch von 26.000 gemacht. Das funktioniert gut. Und man muss auch sagen, jetzt haben wir leider nicht, oder können wir das irgendwo nachgucken, den Schnitt aus der letzten Saison und aus den anderen Saisons, sage ich mal zuvor. Gucken wir mal. Hey, Erfahrung. Status bei den Medien. Thema des Tages. Also wir sind ganz, ganz oben mit dabei, ne? Bei den Schlagzeilen. Ganz, ganz geil. Aber gut, ist klar, wenn du so eine Mannschaft da hochführst, denke ich mal, da bist du immer mit dabei. Ganz klar. Taktiker ist unser Ruf hier. Vorstandsvertrauen absolut voll. Aber das interessiert uns, wie gesagt, gar nicht so richtig eigentlich. Befreundete Spieler von anderen Vereinen. Sascha Müller und Thomas Stehle. Aha. Rekorde. Bester Jugendspieler Nico Pütüpüt, 1,1 Mille Marktwert. Also da sind wir in der Jugend auch richtig gut. Muss man einfach so sagen, ne? Bester Spieler Franz hier, über 23, aber das will ich alles nicht. Zuschauer? Die meisten zu Hause waren gegen die Löwen und das haben wir 4:0 verloren in der letzten Saison. Denn jetzt sind wir 14:15, das war 13:14. Okay. Mein schlechtester Besuch, 10.000, dritte Liga, ne? Ich will aber mehr so ein bisschen den Durchschnitt sehen. Mein höchster Zuschauerschnitt, 22.000, da haben wir es doch. 22.762 hatten wir im ersten Jahr Liga 2. So, 22.7. Jetzt ist nur die Frage, wo ich das sehe. Wahrscheinlich hier irgendwo in den Statistiken. 22.7. Oh Gott, das habe ich noch nie nachgeguckt hier. Prestigeentwicklung.
Das ist ja auch mal geil. Letzte Saison 10. Ja, ist gleich geblieben. Und da auch. Punkte vor 2 Jahren, da hatten wir noch 5. Jetzt haben wir 6. Und vor 2 Jahren hatten wir national noch 8. Das heißt, wir haben uns von 8,5 auf 10,6 hochgearbeitet, oder? Sehr geil. Okay. Ich weiß nur nicht, wieso wir uns international hochgearbeitet haben. Bisschen komisch, oder? Aber gut. Vielleicht war, wenn Liga 2 aufgestiegen sind, dass das noch irgendwie mit reinzählt, ich weiß es nicht. So. Wo ist jetzt das? Wir müssten irgendwo unter Vereine oder so müsste es ja wenn stehen. Verein, hier haben wir es. Zuschauer. So, höchste Zuschauerzahl, geringste letzte Saison. Ah, da haben wir es, Durchschnitt. Okay, unser Durchschnitt ist niedriger. Unser Durchschnitt ist niedriger als in der letzten Saison. 21.600, aber das ist der 5-beste Wert in Liga 2, ne? Krass. Krass, krass, krass. Aber wie gesagt, ein bisschen schlechter. Aber gut, man muss dazu sagen, es warten eben auch noch Kracher zu Hause wie Augsburg. Ne, wir spielen auswärts in Augsburg. Daheim gegen Lautern, gegen Berlin, das sind noch 2 Kracher. Bochum, naja. Komisch, okay. Müssen wir mal schauen. Mich würde aber vor allem interessieren, wo wir vor 2 Jahren gestanden haben. Ganz am Anfang. Aber sehen wir ja nicht. Okay, egal. Wir gehen weiter ein Stückchen. Köln steht an. Wer führt der gegen den 5. Jordanov haben wir hier noch auch einen Mann, den ihr mir vorgeschlagen habt. Ich glaube, der war schon seit Anfang an mit dabei hier im Blickfeld. Den wir uns auch, der auch nochmal aufgekommen ist in der letzten Saison oder Transferphase, wo wir uns nochmal ihn angucken sollten. Der gute Mann. Aber da haben wir uns dann, glaube ich, für Weiß entschieden. Ne? Das war ja auch einer, ja genau. Dann ist ja ein Mitchell Weiße gekommen, was ja sicherlich kein Fehleinkauf war, ganz klar. Fabrice verlängert seinen Vertrag bis 2018. Da wollten wir uns auch nochmal, glaube ich, ganz kurz umgucken. Diese Saison, Çalhanoğlu und Weber. Ja, mit Çalhanoğlu kann ich noch gar keine Gespräche führen. Also zumindest keine Vertragsgespräche. Da müssten wir wenn abwarten. Da geht noch nichts. Aber ich denke mal, der HSV will ihn zurückhaben. Wir können mal kurz reingucken beim HSV, wie der so dasteht momentan. Beziehungsweise wen der auch hat im offensiven Mittelfeld. Die stehen auf Rang 3, ne? Auch nicht schlecht. So, Adler. Warte mal, wir gehen auf Team. Das ist ein bisschen besser zu sehen. Oder machen wir nach Position. So, und dann haben die Van der Vaart mit einer 75, 32 Jahre und Tolgay Arslan mit einer 70. Also ganz ehrlich, ich glaube, die wollen den zurück. Benno Vollner von den Bayern, Kollmann. Wo kam der her? Der kam vom HSV, glaube ich, ja. Okay. Aus der eigenen Jugend dann wahrscheinlich. Mit 19 Jahren. Rudner ist vorne drin, aber sonst haben die keinen Stürmer. Die haben nur einen, ne? Das ist ja fast schon ein Wunder, dass die dann so weit oben stehen, oder? Das ist krass. Gut, Vollner, können wir mal gucken. Ja, 2 Spiele, 0 Tore. Und wie viel? Dann muss Rudner jetzt ja wie am Fließband treffen. 12 Spiele, 5 Tore. Wen stellen die denn dann vorne rein? Der hat noch gar nicht gespielt. Das kann man verstehen. Haben die da vielleicht einen drin, den wir vergessen haben? Nee. Komisch. Okay. Wundert mich ein bisschen, ne? Ohne richtigen Stürmer. Egal. Okay, also die werden, denke ich mal, Çalhanoğlu auf jeden Fall zurückhaben wollen. Ganz klar. Denn da läuft's, oder da haben sie auch Bedarf auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach. Mal gucken, wie es denn der Manager vom HSV sieht. Bin ich mal gespannt. So, einige Nachrichten reingekommen. Unsere zweite hat, glaube ich, schon wieder verloren. Ach, das ist bitter. Wir haben uns jetzt doch schon ein bisschen verstärkt, muss man so sagen, ne? In der Winterpause. Doch nochmal ein paar gute mit dazugehauen. Wir gucken mal, können wir nur was renovieren. Für mehr reicht's eigentlich eh nicht von der Kohle her, wenn wir mal reingucken. So, ab nach Kölle. Und dann heißt Siegen, ne? Der erste FC Köln ist in der letzten Saison abgestiegen. Wir sind vor 2 Saisons aufgestiegen. Das sagt alles, ne? Also der 4. gegen den 5. 36.000 Zuschauer werden erwartet. Köln nicht so gut drauf. Man hat es auch, glaube ich, gesehen, dass die jetzt in den letzten Wochen ihrer Form so ein bisschen hinterhergelaufen sind. Und die brauchen natürlich den Sieg, ne? Die brauchen den Sieg und ich brauche die Musik. Aber die kommt nicht. Jetzt ist er da. Na, perfekt. Die Kölner, die brauchen natürlich den Sieg, ganz klar, um weiter oben, um die Relegation mitzuspielen. Aber da können wir denen doch ein kleines Beinchen stellen, oder? Mal gucken. Wir sind sogar die bessere Mannschaft als Köln. Wir haben eine 778 momentan. Weil wir einfach sowas von geil drauf sind, ne? Krass. Ist auch noch das Topspiel. Sehr schön. Also sind da absolut im Fokus. Karlsruhe gegen den FC Augsburg, gegen den ersten, Aue gegen Berlin. Müssen wir mal gucken. Gegen wen spielt denn Lautern zum Beispiel? Gegen Union wird auch nicht einfach werden. Dorten, also bei Berlin.
Mir fällt gerade das Stadion nicht ein. Es hat irgendeinen geilen Namen. Ja, EA Sports Stadion. Stadion? Natürlich nicht. Okay, mir fällt es gerade nicht ein. Normalerweise, mir fällt es jetzt aber nicht ein. Und dann hat man noch Paderborn ist noch oben gegen Sandhausen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Cottbus Duisburg, ja. Naja, bin ich mal gespannt. Zunächst mal müssen wir natürlich unsere Aufgaben erfüllen, ganz klar. Unser Spiel durchbringen. Heute natürlich absolut mit zwei Defensiven. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht großartig diskutieren, ganz klar. Borsiuk und Bülow, beide richtig gut drauf. Mölders vorne ja in den letzten beiden Spielen 4 Tore gemacht. Wenn er nicht gut drauf ist, dann weiß ich auch nicht. Parker auf der Bank, die sind auch alle richtig brutal gut drauf, ne? Auch wenn sie nur auf der Bank sitzen. Schwenke eine Elferform, da quatschen wir nochmal kurz mit ihm. Gut trainiert. Geht's jetzt nach oben? Ne, ist immer noch gelb. Komm, wir quatschen nochmal schnell mit allen. Du trainierst sensationell, Franzi. Sehr schön, Schwertfeger können wir nicht. Borsche können wir nicht. Spülo können wir mit gar keinem mehr. Egal, Günther. Vielleicht nochmal die Ersatzspieler rannehmen, Meier. Ne, okay. So, dann gehen wir nochmal ganz schnell Golf spielen. 14 Nachrichten werden wir noch schnell abhandeln. Da ist aber, glaube ich, nichts weiter mega Wichtiges dabei. Da ist nochmal dieser Clement, ne? Den hatten wir ja immer noch so ein bisschen im Blickfeld. Aber der ging jetzt ganz schön runter. War der nicht viel höher angesiedelt? Eine 60 rum? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Obwohl es heute Mittag war. Krass. Okay, höchster Formgewinn. Doruk Tekelioglu. Der ist ja auch richtig gut. Der hat nur ein bisschen zu wenig Talent noch. Wenn er das noch rankriegt, ne? Wenn er da irgendwie aufgewertet wird, dann ist er auch ein ganz, ganz großer vielleicht. Schaut euch das an hier. Trainiert ungern, gut, das ist nicht so toll, aber hier 63 Fähigkeit mit 18. Schauen wir mal, haben wir da Trainingsziele auch eingestellt? Halt, versichern möchte ich ihn nicht. Nee, das müssen wir noch machen, siehst du? Gut, dass wir reingeklickt haben. Achso, habe ich schon hinzugefügt. So, zack. Antritt. Innenverteidiger ist er. Dann gehen wir hier mal überall auf eine 70 und dann können wir noch was hinzufügen. Schauen wir mal, wie kann er denn Rechtsverteidiger oder so lernen? Er ist ja ein Rechtsfuß. Komm, wir machen rechter Verteidiger. Kriegt er doch auf eine 100 noch. Gucken wir mal zumindest. Okay, Dux verlängert seinen Vertrag bei Hoffenheim. Hoffenheim immer noch in... Oh ja, in Liga 1 und die sind ja richtig gut dabei. Guckt euch das mal an. Gegen die Bayern gewonnen, gegen Gladbach, gegen Mainz, gegen Hannover, gegen Düsseldorf, gegen Freiburg unentschieden. 7 Spiele nicht mehr verloren. Also bei denen läuft es auch nicht schlecht. Wer war denn das gerade da? David Teixeira. 32 Spiele, 15. Ne, da waren 25, oder? Ja. 32 Spiele, 25 Tore. Also das nenne ich mal gut. Eine 80. André Carrillo, auch eine 80. Romulo, eine 80, Alter. Voll die Südamerika-Connection hier bei Hoffenheim. Kennt man ja. Okay. Also bei denen läuft's einigermaßen. Aber bei uns auch. So, Rivic verlängert seinen Vertrag. Flecken, neue Erfahrungsstufe, sehr geil. Geht dann Stärkepunkt hoch. Und der wird langsam, der Freund, der wird langsam. Können wir leider nicht quatschen mit ihm. Okay, Klausel für Auflaufprämie. Yalcin, ach komm, das ist die 3000 Euro da, die sind uns egal. Flecken, bester Mann. Und das 1:3 gegen Burghausen wirft uns weiter zurück, aber das war abzusehen. Burghausen steht hier ganz oben, ja, ganz klar. Guckt euch mal das an. Hoffenheim ist gerade mal aufgestiegen, die zweite, und marschieren jetzt schon wieder in Richtung Liga 2, ne? Was geht denn da ab? Haben die da so starke drin? Anscheinend, ne? Delpierre ist da mit dabei. Musona kennt man. Schauen wir mal, kennt man noch irgendjemanden? Ich glaube nicht, oder? Tobias Weiß, natürlich. Krass. Krass, also haben da auch ein paar runtergeschoben. Gab es vielleicht auch die ein oder andere Streiterei, wer weiß. Schumacher durch Vertragssituation unzufrieden, weiß nicht, wo er nächstes Jahr spielen wird. Ist die Frage. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, er wird noch einer von den Stärksten sein in unserer zweiten Mannschaft, oder? Ja. Linkes Mittelfeld. Auch noch der Captain. Wir gucken mal rein, Aufgaben, ist er auch der rechtmäßige Captain? Ne, ist er nicht. Aber zumindest nicht, weil die ganzen ersten Mannschaftsspieler mit dabei sind. Staffel Demer, Heller, Müller, ne? Danach kommt schon er. Machen wir hier alle Aufgaben sortieren. So, jetzt hat er das. Okay, trotzdem probiere ich mal mit ihm noch zu verlängern. Komm. Den nehmen wir noch mit, weil ich so gut drauf bin, ne? Zack. Schumacher. Den besseren haben wir nicht, ne? Rensing, nee. Schmarrn, Vertrag. Vertrag verlängern, ich dachte schon. Okay. Wie viel will er denn? Was macht man denn?
Machen wir mal 2 Jahre nur. Ich bin gespannt, wo er sich hin entwickelt. Bei Abstieg. Option für Spieler. 30. Gehaltskürzung weg. Boah, höchst bezahlter Spieler wäre geil, oder? Stellt euch das mal vor. Gehen wir runter auf 100 Euro. Da taugt nicht Abstiegsprämie. 1000. So. Obwohl, das muss ich ja wegmachen, ne? Da bin ich mir echt nicht sicher. Gilt dann dieser Vertrag für die zweite Mannschaft? Heißt, wenn die zweite Mannschaft absteigt, darf er ablösefrei gehen? Oder nur, wenn die erste absteigt? Ich habe keine Ahnung, wie realistisch das Ganze gestaltet ist, ne? Für die Amateurmannschaft verpflichtet. Ne, Nationalspieler wird ein bisschen schwierig. 70.000. Kriegt er. So, unter Breitendenkmal wird er unterschreiben, der Gute. Die dürfen gehen. Ja, und dann haben wir eigentlich schon die Verträge alle verlängert, ne? Wir könnten mal noch gucken, nächste Saison, Franz Bülow Borschuk. Oh, Borschuk müssen wir uns auch nochmal auseinandersetzen, ne? Denn der wird eine ganz, ganz wichtige Säule sein. Der wird ganz wichtig sein, ja. Uiuiui. Aber das wird brutal. Eine Million geht ja sogar noch. Ich dachte, der will noch mehr. 4 Jahre, komm, machen wir mal. Höherklassiges Angebot, nee, kriegt er nicht. Das kriegt er nach 30 Spielen. Gehaltskürzung. Ja, 20%, die müssen wir, glaube ich, bei ihm mal innen lassen, falls wir in die erste Liga aufsteigen. Sonst, wobei, dann können wir ihn auch uns eigentlich fast nicht mehr leisten, ne? Können wir wegklicken. Da kriegt er, komm, lass mal 1,7. Nicht Abstiegsprämie, 10.000. Aber ich will hier das Ganze eigentlich noch drücken. Wobei, 900.000 sind schon richtig gut, glaube ich. Ich glaube, das passt schon, oder? Schauen wir mal sonst, ja. Aktuell kann er bei Abstieg ablösefrei gehen. Nee, das lassen wir raus. So, okay. Angebot unterbreiten, wird sich wieder melden. Dann haben wir noch Bülow und Franz. Bülow, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht, wie wir da verbleiben. Franz, ja gut, ist die Frage, ne? Der ist halt auch schon 33. Und ist gerade in dem absoluten Hoch. Also, das ist auch nicht seine normale Stärke, die er da hat. Lassen wir auch erst nochmal. Vielleicht nochmal um ein Jahr verlängern oder so. Mal gucken. Würde ich erstmal so lassen. 2 Nachrichten, die gehen wir noch schnell an. Oh, das sind doch ein paar mehr. Kachunga verlängert seinen Vertrag und Angebot abgelehnt für Borschuk von Lautern mal wieder. Die wollen ihn zurück. Ja, die merken da auch so ein bisschen, ne? Was sie an ihm gehabt haben und jetzt nicht mehr haben. Von daher, nö, kriegen sie nicht. So, Änderungen übernehmen. Wunderbar, dann können wir das auch nochmal löschen, werden nochmal ganz schnell, geht nicht mehr, golfen gehen, unsere erste Mannschaft aufstellen und dann sind wir eigentlich schon bereit fürs Spiel gegen Köln, ne? Für den Hammer. Wen lassen wir denn spielen? Ich glaube, wir können es eigentlich so lassen. Nach einem 4-0 gegen Ingolstadt war das schon überragend. Überragend, überragend. Melka, Günther, Šefčík, Pütt, Meier, Thiele, Parker. Nee, ich glaube, ich lasse es so, oder? Weiser müssen wir mal gucken, der ist nicht ganz so in Form, haben wir gemerkt, ne? Ist ein bisschen untergegangen auch. Wobei er, glaube ich, die geile Vorlage, nee, das war Knoll, glaube ich. Mit der Vorlage zum 2-0, war es das 2-0 oder war es gegen Cottbus vorher das 2-0? Ich glaube, gegen Cottbus das 2-0 war es, was er vorgelegt hat. Okay, aber er ist auf jeden Fall einiges besser drauf als Weiser. Mal gucken, werden wir sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part im 3D-Spiel gegen Köln. Euer Badeschlappen, bis denn!